Aha, da fahre ich kurz das Auto zur Seite und was sehe ich da drinnen? Da soll es ein neues Software-Update geben, was auch immer das beinhaltet. Und eine Stunde und 40 Minuten soll es dauern. Das machen wir doch einfach mal. Ja? Schauen wir mal, was es da noch Neues gibt. 8 Uhr, okay, um 10 Uhr zeige ich es euch dann. Bis dann. Ja, das ist schräg. 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 Ging viel schneller als erwartet und irgendwie habe ich überhaupt keine neue Version, die irgendwas Neues bringt hier bezüglich Autopilot oder so, nur irgendwelche Gimmicks. Nee, es ist eine Anpassung wegen der Mobile App scheinbar bezüglich der Standheizung. Man braucht aber die neue Mobile App und den Romantikmodus hatten wir ja schon vorher drin, das Feuerle und hier, wie heißt das, Emissionsprüfmodus. Aha, das ist eigentlich bekannt als Furzkissen-Modus. Kleinere Verbesserungen und Korrekturen noch. Ja, und davor hatten wir eigentlich die Sache mit der Fahrer-PIN. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie ausprobiert. Und nochmal eine andere Mobile-App-Geschichte. Okay, das waren jetzt hier die wesentlichen Verbesserungen. Von welcher Version eigentlich? Ja, von der Version 9.0. 2018 50.6. Gut, aber dann würde ich mal sagen, das ist ein guter Anlass, eine gute Gelegenheit, sich eigentlich mal dieses Version 9 Display hier nochmal näher anzugucken und vielleicht auch die ganzen Easter Eggs, oder? Das mache ich jetzt nochmal mit euch. Also diese Easter Eggs, das große Geheimnis vom Tesla, die kriegt man eigentlich hier drüber und dann klappen die sich jetzt inzwischen auch hier schon separat aus. Früher ging das über so einen Geheimcode, an den ist man gekommen, wenn man hier nämlich länger drückt, bis das Zeichen reagiert. Und dann kommt hier so eine Geheimcode-Eingabe. Das ist übrigens auch die Stelle, wo man den geheimen Code eingeben muss, um auf diese tolle Groovy-Konsole zu kommen, wo man dann sämtliche Batterietemperaturen, Zellzustände und sonst was sieht. Der wird aber regelmäßig gewechselt und nur das Servicepersonal weiß, was das für ein Code ist. Und man wird, glaube ich, sofort ermordet, wenn man den irgendwie weitergibt. Er wird aber eh alle paar Tage gewechselt, von daher nützt das nichts. Deshalb gucken wir uns das hier über diese offizielle Schiene an. Normalerweise werden auch hier jetzt die nächsten Easter Eggs alle veröffentlicht. Ihr seht hier das Lagerfeuer und da die Atari-Spiele. Und viele Sachen, die schon länger drin sind. Zum Beispiel hier dieser Regenbogen-Straßenmodus, den kann man nur während der Fahrt ausprobieren. Ihr seht, da muss man dann mehrmals an dem Geschwindigkeitshebel des Tempomaten ziehen. Oder auch die Geschichte zu Weihnachten hier mit dem Santa-Modus, der auch nur beim Fahren funktioniert und über die Sprachsteuerung zu aktivieren ist, beziehungsweise indem man hier drauf drückt. Den benutze ich nicht so gern, weil da eine Musik abgespielt wird, die im YouTube nicht erlaubt ist. Ansonsten gibt es auch ganz schnell zu erklären hier den James-Bond-Modus, der nur dazu führt, dass jetzt in den Einstellungen normalerweise nicht mehr das Auto zu sehen ist, hier jetzt dummerweise schon, aber bei der Federung jetzt plötzlich hier Tiefenangaben zu sehen sind und das Auto ein Schwimmauto von James Bond geworden ist. Ja, das ist der einzige Gag und das kann man dann auch hier drin wieder ausschalten. Das war eines der Easter Eggs, die es ziemlich am Anfang gab. So sieht es wieder normal aus. Okay, ein ziemlich witzloses Easter Egg ist das hier. Das ist nämlich die Mars-Oberfläche, einfach als Hommage auf SpaceX, dass die ja auf den Mars fliegen wollen, ist man jetzt so ein kleiner Mars-Rover hier und kann dann auf dem Mars hier rumfahren. Hat, wie gesagt, keine großartige Funktion. Das Navi ist halt jetzt auf dem Mars, das bringt aber nichts. Man bewegt sich dann tatsächlich auch, wenn das Auto fährt. Ansonsten, mehr Funktionen sind mir hier nicht bekannt. Weiß gar nicht, wie weit ich rauszoomen kann. Das ist die maximale Zoomstufe. Es sind original Marsaufnahmen. Kann auch hier schön auf dem Mars rumscrollen. Das kann man noch. Viel mehr Funktion hat es allerdings nicht. Ja, es gibt auf dem Mars Supercharger. Nee,
und schon hat es das wieder ausgeschaltet. Normalerweise muss man diese ganzen Sachen dann wieder über das Menü da oben deaktivieren, indem man es einfach ein zweites Mal aktiviert. Oh, guckt mal, so weit geht die Karte wohl raus, wenn man hier die europäische Version hat. Eines der schönsten Easter Eggs, wie ich finde, ist eigentlich das hier. Man denkt, irgendwas ist das mit dem Roadster im All. Nein, das ist nämlich hier das Malbrett. Ja, jetzt habe ich auf Marker und hier nehmen wir uns mal eine ordentliche Farbe Rot. Und dann kann ich hier auf dem Bildschirm malen. Ja. Und ihr seht jetzt hier, ich habe extra mal einen Fehler reingemacht. Erasen kann ich auch. Da seht ihr das. Dann machen wir es nochmal ordentlich. Naja, gut, so super toll geht's auch nicht. Und zup. So. Ja. Kann man ewig hier malen, wenn man am Supercharger Zeit hat und das Auto gerade auflädt und man kann sich überlegen, wie sollte denn eigentlich ein Elektroauto aussehen? Ja, vielleicht so, ne? Und wenn einem das dann besonders gut gefällt, kann man das auch publishen. Da wird man dann gefragt, willst du das hier wirklich an Elon Musk schicken? Yes. Und viel Spaß, Tesla, mit diesem Kunstwerk. Was auch ein schönes Easter Egg ist, finde ich, gerade um die Wartezeiten an den Superchargern zu überbrücken, sind diese Spiele. Wobei ich gemerkt habe, man braucht da schon die gute CPU eigentlich, die hier, glaube ich, noch nicht verbaut wurde. Und nicht so ein spiegelndes Display wie gerade. Und dann kann man hier verschiedenste Spiele spielen. So alte, sagen wir mal, wie soll ich sagen, hier so Spiele, die es mal auf Spielekonsolen so gab. Ich weiß nicht, sie haben sich hier irgendwas lizenziert, beziehungsweise waren die, glaube ich, eh schon gemeinfrei. Das ist hier die lange Liste. Meine, wir kommen ja vielleicht so aus der Generation Lunar Lander, kenne ich auch noch irgendwie. Hatte jeder mal auf irgendeinem billigen Spielekonsole. Da fliegt man hier über die Mars-Ebene oder Mondebene und muss da dieses Gefährt hier oben zur Landung bringen, indem man da irgendwie hier so Feuerstöße, seht ihr jetzt hier, ausbringen kann. Und dann kann man das Teil auch noch irgendwie drehen. Das ist zum Beispiel weiter unten das macht. Und eigentlich sollte ich, glaube ich, da drüben landen. Oh, ich drehe ihn mal um. Nein, so rum. Schaffe ich das noch? Ah, oh, schaffe ich gar nicht mehr. Ihr seht schon, ich kann das nicht. Und jetzt. Boom. Ich habe noch nicht geübt. Man kann hier virtuell auch Geld einwerfen. Ganz coole Geschichte. Ja, mit Sound und kann das sogar noch in Vollbild schalten. Okay, dreimal auf den Bildschirm tippen, wenn ich wieder zurück will. Also, schönes Spielzeug hier, damit man da die Wartezeiten am Supercharger überbrücken kann. Im Model 3 gibt es hier übrigens noch so ein Rennspiel, was dann tatsächlich auch mit dem Lenkrad zu fahren ist. Und das finde ich ja obercool, dass man dieses Lenkrad dann hier drehen kann. Es hat ja so einen Leerlauf im Grunde, wenn man parkt. Und dann kann ich diese Spiele dann damit auch bedienen und hier über diese Knöpfe dann auch noch irgendwie Einfluss drauf nehmen. Das ist natürlich eine coole Idee. Natürlich, der Bildschirm ist jetzt so ein bisschen seitwärts, ist nicht ganz davor, es läuft jetzt nicht hier drin ab. Aber ist schon mal eine ganz coole Idee. Also das gibt es in keinem anderen Auto, soweit ich das weiß. Furore gemacht hat ja vor allem auch diese App hier. Da hat mir gerade auch nochmal gesehen, da gab es ein Update. Ich kann hier festlegen, welcher Sitz soll mit diesem Emissionsprüfmodus versehen werden. Das kann ich jetzt hier hinten hinsetzen. Da hört das schon, was es macht. Und das wird dann hier, je nachdem, stereomäßig tatsächlich, ah, ich kann in der Mitte nicht. Ich kann auch den Fahrersitz nehmen. Also stereomäßig wird das dann entsprechend richtig gesetzt. Ich sage jetzt mal nichts mehr, damit ihr das hören könnt. Ja. Und ich kann das auch beim Blinken machen. Also immer wenn das Auto abbiegt, kann man das machen. Und kann es auch machen hier on demand oder auch beides on demand. Das heißt, wenn ich hier an dem Rollrad drücke. Das ist dann so ein bisschen, wenn ich hier irgendwelche Beifahrer irritieren will, dann muss ich das hier hinsetzen. Dann kann ich noch hier sagen, nehme ich mal diesen da. Und dann immer, wenn da der Beifahrer sitzt und ich will den ärgern, dann drücke ich hier kurz. Und dann kommt das. Ja, das ist jetzt, also ich weiß nicht, wozu es gut ist, aber
Ja, und dann gibt's das auch noch in verschiedensten Varianten. Ihr müsstet eigentlich das Auto mal auf Englisch zurückschalten vom der Sprache her. Dann würde man nämlich hier ganz andere Beschriftungen sehen, die auch eine gewisse Zusammenhang haben mit verschiedenen Ereignissen der jüngsten Geschichte von Tesla oder von SpaceX. Hier seht ihr das mal in englischer Sprache. Und schon ist klar hier die Shorter, Falcon Heavy, Ludicrous, Boring Company. Das sind die Beschriftungen, die dann schon eher uns was sagen, was das wohl zu bedeuten hat. Ja, und dann ganz neu hinzugekommen hier dieser Modus hier, den finde ich besonders cool. Ein Lagerfeuer im Auto. Das ist natürlich ganz tolle Atmosphäre und es wird doch richtig warm dann dazu. Ja, da muss ich doch tatsächlich mal hier meine Nerdbrille wieder aufsetzen bei so viel Nerdkram hier bei Tesla. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute die Autos kaufen, nur wegen dieser Easter Eggs. Nein, die Autos haben sie wahrscheinlich schon gekauft, aber das ist praktisch so ein bisschen Schmeichelei über die fehlenden Funktionen vom Autopilot oder anderen Sachen hinweg. Da kriegt man halt dann wieder ein Easter Egg von Elon Musk und alles ist wieder gut. Ja, und all das, was ich hier gezeigt habe, gibt es auch im Model 3 dann nachher auf dem Querdisplay. Mal schauen, wie es dann dort aussieht. Und wie gesagt, noch ein paar Spiele mehr, soweit ich weiß. Aber eine Sache, die gibt es nur im Model X. Natürlich der Christmas Mode. Deshalb den hier jetzt als Abschluss zu dieser Show. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das ist schräg, ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.